Herzlich willkommen zu diesem letzten kurzen Video, in dem ich Ihnen zeigen möchte, wie die deutsche Schriftsprache funktioniert. Es gäbe natürlich noch jede Menge andere Themen, über die ich sprechen könnte, aber Sie können das im Prinzip natürlich auch alles an den entsprechenden Stellen nachlesen. Ich habe ein paar Literaturtipps unten reingepackt, was Sie sich mal anschauen sollten, wenn Sie sich wirklich dafür interessieren. So, und in diesem letzten Video möchte ich heute darüber sprechen, wie die Groß- und Kleinschreibung des Deutschen funktioniert. Und ich habe es, glaube ich, im letzten Video schon angedeutet. Es handelt sich um den Bereich der deutschen Rechtschreibung, in dem am allermeisten Fehler gemacht werden. Danach kommt direkt die Getrennt- und Zusammenschreibung, die aber an anderer Stelle, wie gesagt, ausführlich erklärt wird und auch nicht ganz so einfach zu erklären ist wie die Groß- und Kleinschreibung. Wobei ich Ihnen jetzt schon sagen kann, Sie werden überrascht sein, wie die Groß- und Kleinschreibung im Deutschen tatsächlich funktioniert und wie sie eigentlich gelehrt wird, nämlich vollkommen falsch. Und warum deswegen so viele Fehler passieren. Also, im Deutschen schreiben wir eigentlich grundsätzlich klein. Das ist so die absolute Grundannahme, die wir machen können. Es gibt nur Ausnahmen, und zwar drei Stück. Wir schreiben einen Satzanfang groß. Das ist, denke ich, relativ unproblematisch. Wir schreiben Eigennamen groß. Auch das dürfte keine weiteren Probleme bereiten. Und wir schreiben Substantive groß. Und die Substantiv-Großschreibung ist das Paradebeispiel für einen großen Fehlerbereich in der deutschen Rechtschreibung. Und das liegt daran, dass niemand genau weiß, was ein Substantiv eigentlich ist. Es gibt Leute, die es wissen, aber wie gesagt, ich erkläre Ihnen das jetzt. Es ist eigentlich ganz simpel, klingt am Anfang vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich werde Ihnen am Schluss ein Beispiel zeigen, wie es sich ganz einfach herausfinden lässt, ob ein Ding ein Substantiv ist oder nicht. Die Substantiv-Großschreibung, muss man dazu sagen, ist eine absolute super Besonderheit des Deutschen. Es gibt nur hier, nur in der deutschen Schriftsprache werden Substantive mit Großbuchstaben markiert. Früher gab es das auch in anderen Ländern. Das letzte Land, das das abgeschafft hat, war Dänemark 1948. Und interessant ist nämlich zu wissen, warum die das abgeschafft haben. Die haben das nämlich nicht aus praktischen Gründen abgeschafft, obwohl viele Leute immer wieder argumentieren, dass es einfacher wäre, gerade weil hier so viele Fehler passieren, Substantive klein zu schreiben. Die Dänen haben das aber abgeschafft wegen des Zweiten Weltkriegs, weil sie sich gedacht haben, irgendwie müssen wir uns distanzieren von den Deutschen und das können wir schön machen, indem wir das in der Schrift zum Beispiel markieren. Also natürlich nur ein kleiner Punkt natürlich, aber das hatte eher historische Gründe, als dass das praktische Gründe hatte, denn es gibt tatsächlich eine Reihe an Studien, die gezeigt haben, dass die Substantivgroßschreibung des Deutschen wahnsinnig praktisch ist. Zwar nicht fürs Schreiben, aber fürs Lesen. Wir können sehr, sehr, sehr viel schneller, wirklich sehr viel schneller lesen, wenn ein Text großgeschriebene Substantive enthält, weil wir sehr viel schneller herausfinden können, wo die Mitspieler des Verbs sitzen. Genau. Was ist ein Substantiv? Das ist eigentlich die große Frage, um die es in diesem Video gehen soll und warum entstehen da so viele Probleme? Ich habe hier ein Zitat mitgebracht, das das ganz gut illustriert, wie Leute früher schon Probleme damit hatten. Das ist das von einem Lehrer aus dem 19. Jahrhundert, der hat geschrieben, jetzt mache ich mittels der Artikel, der, die, das, dem Kinde begreiflich, was Hauptwörter sind und diktiere nun das grüne, rote, blaue, gelbe Bandtuch oder sonst was, etc. Ich sehe nach und das Kind hat geschrieben, eben mit Großbuchstaben, grüne, rote, blaue, gelbe Band. Ich streiche die großen Buchstaben weg und ermahne es aufzumerken und die Regel zu gebrauchen. Ist das Kind nicht feige und sklavisch unterdrückt? So antwortet es unbefangen, ich kann ja auch sagen, und es steht ja auch da, das Grüne. Was hier passiert ist, wiederholt sich heute immer noch zu tausendfach in deutschen Klassenzimmern, nämlich dem Kind wurde erklärt, wenn du einen Artikel davor stellen kannst, dann schreibst du das, was danach folgt, groß. Was aber, wie wir in diesem Beispiel sehen, nicht stimmt. Die Artikelprobe ist einigermaßen gut, ein bisschen zuverlässig, aber nicht wirklich. Sie führt zu wahnsinnig vielen Fehlern. Was aber ist dann ein Substantiv? Ich habe gesagt im letzten Video, dass das ein bisschen was zu tun hat mit dem syntaktischen Prinzip. Und Syntax, habe ich gesagt, ist die Lehre von den Sätzen, vom Aufbau der Sätze. Das heißt, was ein Substantiv ist, hat mit dem Wort an sich gar nichts zu tun. Es hat etwas damit zu tun, wo im Satz dieses Wort steht. Manche denken eben, ah ja klar, das, was nach dem Artikel kommt. Was wir aber gesehen haben, das grüne Band. Hier schreiben wir Band groß, aber nicht grün. Was nicht so eine gute Probe ist. Es geht aber ganz ähnlich. Ich möchte Ihnen das ein bisschen ausführlicher erklären, weil Ihnen das, glaube ich, auch in andererlei Hinsicht was bringt, weil Sie besser verstehen, wie die deutsche Sprache oder wie viele Sprachen auch aufgebaut sind.
schauen wir uns einen schönen deutschen, einen ganz normalen deutschen Satz an. Sandra trinkt Orangensaft. In diesem Satz sehen wir, dass das Verb an zweiter Stelle steht. Es ist, man nennt das V2-Satz, Verb-Zweitsatz. Das ist ein historisch sehr unschöner Begriff, aber wir nennen das nun mal so, V2-Satz. Und das Verb steht in deutschen Hauptsätzen fast immer an zweiter Stelle. Es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten, wo das Verb stehen kann. Am Anfang des Satzes, an der zweiten Stelle oder am Ende des Satzes, wie es in Nebensätzen der Fall ist. Aber bleiben wir beim Verb-Zweitsatz. Wir können statt Sandra trinkt Orangensaft auch sagen, die gut gelaunte Sandra trinkt ein Glas Orangensaft oder trinkt Orangensaft. Und das Lustige ist, dass das Verb immer noch an exakt derselben Stelle steht wie vorher. Es steht nämlich an der zweiten Stelle. Und das kann man gut belegen, indem man ein paar einfache Tests durchführt. Wir können nämlich zeigen, dass die gut gelaunte Sandra eine Konstituente bildet, eine Einheit bildet, die von Sandra dominiert wird. Und Sandra ist in diesem Fall zwar auch ein Eigenname, aber es ist auch eine Art von Nomen, von Substantiv. Und wie lässt sich sowas zeigen? Da gibt es verschiedene Tests. Erstens könnten wir zum Beispiel versuchen, diese ganze Konstituente oder dieses ganze Ding, von dem wir glauben, dass es sich um eine Konstituente handelt, ersetzen. Die sogenannte Ersetzungsprobe. Wir könnten zum Beispiel sagen, sie trinkt Orangensaft. Alles, was wir zusammen durch ein Wort, durch eine Proform ersetzen können, muss eine Konstituente sein. Ein anderer Test wäre, wir versuchen, dieses Ding, von dem wir glauben, dass es eine Konstituente ist, im Satz zu verschieben. Wir können also zum Beispiel sagen, einen Orangensaft trinkt die gut gelaunte Sandra. Es handelt sich immer noch um einen vollkommen wohlgeformten Satz des Deutschen, den wir vielleicht nicht in jeder Situation so äußern würden, aber er klingt ganz normal. Also handelt es sich um eine Konstituente. Was wir hier sehen können, ist, ich habe gesagt, es handelt sich um eine Art nominale Konstituente, also beziehungsweise ich habe gesagt, dass Sandra sowas wie ein Substantiv ist, obwohl es auch ein Eigenname ist natürlich. Und Sandra bildet in die gut gelaunte Sandra hier den Kern dieser Gruppe. Den Kern einer Gruppe erkennt man daran, dass die Eigenschaften dieses Kerns auf die anderen Teile der Konstituente, die sie dominiert, übertragen werden. Wir können zum Beispiel sehen, dass die in die gut gelaunte Sandra Femininum ist, genauso wie Sandra Femininum ist. Gut gelaunte zum Beispiel steht im Nominativ, genauso wie Sandra im Nominativ steht. Wenn ich Sandra in Sandra den Fall verändere, verändert sich vorne auch der Fall überall. Das Glas der gut gelaunten Sandra. Sandra macht also irgendwie diese anderen Konstituenten abhängig. Deswegen sagt man auch, sie dominiert den Rest. Gut, wir haben also diese Einheit. Wir können das Gleiche auch mit Orangensaft machen. Sie trinkt Es, auch Orangensaft lässt sich durch eine Proform ersetzen. Wir können sie sogar noch erweitern. Wir können sagen, sie trinkt ein leckeres Glas Orangensaft und haben hier auch wieder gezeigt, dass es sich um eine Konstituente handelt, die wir immer weiter erweitern können. Ja, was ist denn jetzt dieses Substantiv? Dieses Substantiv ist der Kern einer nominalen Gruppe, den man erweitern kann. Das habe ich Ihnen gezeigt. Das klingt jetzt alles immer noch ein bisschen kompliziert und abstrus, aber es lässt sich ganz einfach zeigen, wenn ich mich zum Beispiel frage, in einem Satz kommt das Wort Bär vor und ich frage mich, schreibe ich dieses Wort Bär jetzt groß oder nicht? Und anhand eines schönen, einfachen Tests, einer Art Treppengedicht, das wir hier basteln können, eine Idee, die, glaube ich, auf Christa Röber zurückgeht, können wir das sehen. Wir können schreiben Bär, wir können schreiben der Bär, das wäre die Artikelprobe, die uns aber noch nicht zuverlässig sagt, ob wir dieses Substantiv groß schreiben. Wir können sagen der braune Bär, wir können sagen der kleine braune Bär, wir können sagen der kleine lustige braune Bär und wir können sehen, dass es sich um einen erweiterbaren Kern einer nominalen Gruppe handelt. Erweiterbar, wir müssen ihn nicht erweitern. Aber wir können zum Beispiel, wenn wir zu unserem Orangensaftsatz zurückkehren, gucken, und ich habe gesagt, man kann diesen Satz auch ersetzen durch sie trinkt Es und Es schreiben wir nicht groß. Und das liegt daran, dass es sich nicht erweitern lässt. Also wir können keine Attribute hinzufügen. Wir können nicht sagen, sie trinkt ein leckeres Es. Das klingt irgendwie falsch. Und deswegen können wir es auch nicht groß schreiben. Ein anderes Beispiel, wie sich diese Regel wunderbar anwenden lässt, diese Treppengedicht-Erweiterungsregel,
ist, wenn wir sowas nehmen wie, er ist schuld. Schreiben wir Schuld jetzt groß? Es klingt irgendwie wie ein Substantiv. Aber ist es auch ein Substantiv? Ich kann nicht sagen, er ist stark schuld oder er ist große Schuld. Das funktioniert irgendwie nicht. Diese Erweiterung ist nicht möglich und daher weiß ich, dass ich das nicht groß schreiben kann. Der einzige Wermutstropfen bei dieser Geschichte ist, dass die letzte Rechtschreibreform hier ein bisschen was kaputt gemacht hat. Denn früher hat man im Allgemeinen zum Beispiel klein geschrieben. Denn ich kann nicht erweitern, ich kann nicht sagen im sehr Allgemeinen, im besonderen Allgemeinen, das geht irgendwie nicht. Heute schreiben wir das aber leider wieder groß, was damit zu tun hat, dass wohl Leute davon überzeugt waren, dass hier ein Artikel davor steht, im lässt sich auflösen in dem. Obwohl wir das gar nicht sagen können, in dem Allgemeinen. Dennoch schreiben wir Fälle wie im Wesentlichen und im Allgemeinen heute ja leider groß.